Ich möchte heute mit euch über ein grausames Menschenexperiment reden, bei dem ihr höchstwahrscheinlich nicht glauben werdet, dass es so hier in Deutschland vor wenigen Jahren stattgefunden hat. Ihr müsst wissen, wir haben auf diesem Kanal schon häufiger über Menschenexperimente geredet. Seien es nun irgendwelche Experimente, die in fernen Ländern auf der Welt stattgefunden haben, oder Experimente, die zu Zeiten stattgefunden haben, wo eben Menschenwohl, Ethik und so nicht so genau beachtet wurden. Zum Beispiel der Erste oder Zweite Weltkrieg, bei dem eben grausame Menschenexperimente zwar an sich verboten gewesen sind, aber unterstützt wurden bzw. bei denen weggesehen wurde, um diese Experimente möglich zu machen. Doch wir reden heute über ein Experiment, was hier in Deutschland, in Berlin stattgefunden hat, und das nicht vor vielen hundert Jahren, sondern Ende der 1960er Jahre. Damals gab es in Berlin das wohl grausamste Menschenexperiment der jüngeren deutschen Geschichte. Und über dieses Experiment wollen wir heute einmal reden, denn es geht hierbei um das Kentler-Experiment. Ihr müsst wissen, Helmut Kentler war ein 1928 geborener Psychologe, Sexualwissenschaftler und auch Pädagoge gewesen, der eben in unterschiedlichsten Bereichen tätig war. Er hatte viele wissenschaftliche Arbeiten bereits verfasst gehabt, zum Beispiel auch zur Sexualtheorie von Kindern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen. Aber einer seiner Hauptmerkmale, einer seiner Hauptaspekte war eben seine Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Er war Sozialpädagoge und hatte sich eben auch viel mit Kindern und Jugendlichen beschäftigt, die schwer zu erziehen gewesen sind. Sprich, Problemkinder, die nicht bei ihren normalen Eltern leben konnten, vielleicht irgendwo auf der Straße lebten und eben so schwer erziehbar, so aufsässig, so gewalttätig waren, dass man sie keiner normalen Familie zutrauen würde, beziehungsweise dass keine normale Familie damit klarkommen könnte. Wenn man solche Kinder heutzutage von der Straße holen will, wenn man ihnen eine normale Zukunft bieten möchte, dann schickt man diese Kinder in extra dafür eingerichtete Einrichtungen. Man schickt sie also in Häuser, wo Experten da sind, die wirklich geschult wurden, um sich mit solchen Problemfällen auszukennen, um eben mit solchen Kindern umgehen zu können und um diese Kinder dann dort zu resozialisieren, dass sie irgendwann wieder ganz normale Menschen sind, die in unserer Gesellschaft ganz normal leben können. Doch während dies der Ansatz ist, den man heutzutage wählen würde, gab es damals Ende der 1960er Jahre eine Idee von Helmut Kentler. Helmut Kentler hatte damals ein Experiment vorgehabt. Er nannte es immer selber ein Experiment, doch ob man dies wirklich als ein Experiment kategorisieren könnte, ist wohl jedem selbst überlassen. Denn er hatte eine seltsame Idee gehabt. Denn nach seiner Idee könnten keine normalen Eltern in der Lage sein, sich um eben diese Problemfälle zu kümmern. Er nannte diese Kinder schwachsinnige Kinder, dies war der Ausdruck, den er damals verwendete, und er war der Meinung, dass eben kein normales Elternteil, keine normale Familie diese Kinder aufnehmen und resozialisieren könnte. Er hatte aber aus irgendeinem Grund die Idee gehabt, dass Männer sich am besten um diese Kinder kümmern könnten. Doch nicht ganz normale Männer, sondern verurteilte pädophile Straftäter. Seine Idee war es gewesen, dass eben Kinder, die von der Straße oder aus Familien aufgelesen wurden, weil sie schwer erziehbar waren, zu Sexualstraftätern geschickt werden sollen. Dass diese Kinder also bei Vätern aufwachsen sollen, die bereits eingetragene und teilweise straffällig gewordene Pädophile gewesen sind. Sprich erwachsene Männer, die mit Kindern Sex haben wollten. Diese Problemkinder wurden dann also, ohne dass irgendwie dabei die allgemeine Bevölkerung oder der Staat informiert wurde, in eben solche Familien geschickt. Sie wurden eben zu Sexualstraftätern geschickt und sollten dann dort, ohne jegliche Kontrolle, aufwachsen. Ihr müsst wissen, Kentler war damals definitiv bewusst gewesen, dass eben diese Männer mit den Kindern eventuell sexuelle Handlungen ausführen werden. Ihm war das absolut bewusst und er ging dieses Risiko ein, beziehungsweise unterstützte es sogar, weil er es a. nicht verhinderte und b. sogar versteckte, damit eben diese straffälligen Pädophilen tun und lassen können mit den Kindern, was sie wollen.
Ihr würdet euch jetzt wahrscheinlich zu Recht fragen, wie jemand auf die Idee kommen kann, dass ein Kind zu einem Mann geschickt werden soll, der ein verurteilter Straftäter ist. Zu einem Mann, der definitiv diese Kinder vergewaltigen wird. Und die Idee von Kendler war es gewesen, dass eben kein normaler Mensch so ein Kind lieben könnte. Dass also kein Elternteil so ein Kind lieben könnte und zu sich nach Hause aufnehmen könnte und wie ein eigenes Kind großziehen könnte. Und dass die einzige Möglichkeit, wie dieses Kind Liebe erfahren könnte, es wäre, wenn es eben zu einem Sexualstraftäter kommt, der sich in das Kind verlieben würde. Diese teilweise unter 14-jährigen Kinder wurden dann also dahingeschickt, damit die pädophilen Männer sich in sie verlieben würden. Dass sie sich verlieben und deswegen sexuelle Handlungen mit den Kindern ausführen und sie deswegen auch großziehen bzw. nicht verstoßen. Dies war also seine völlig kranke und seltsame Idee gewesen. Und dafür versteckte er eben alle Hinweise, dass diese Männer die Kinder vergewaltigt hatten. Er wusste ganz genau, dass diese Pflegekinder, Kinder, die sowieso schon Problemfälle waren, große eigene Probleme hatten, vergewaltigt wurden. Er war sich dem Ganzen absolut bewusst, doch hielt es geheim. Und er hielt es tatsächlich eine lange Zeit geheim. Denn ihr müsst wissen, Kendler wusste auch, dass das, was er tat und das, was die Männer taten, straffällig gewesen ist, dass dies Straftaten waren. Die Männer, weil sie eben sexuelle Handlungen mit Kindern ausführten, Vergewaltigung, und das, was er tat, war straffällig, weil er eben ein Kuppler gewesen ist. Er war letztendlich der Verkuppler, der eben diese Kinder zu diesen Männern gebracht hatte. Und damit er eben keine Strafe kriegen würde, damit er nicht ins Gefängnis kommt, genauso wenig wie die Männer von damals, wartete er so lange, seine ganzen Untersuchungen, sein Experiment zu veröffentlichen, bis diese ganze Tat verjährt gewesen ist. Bis man ihn also nicht mehr deswegen belangen konnte, weil das, was er getan hat, schon viel zu viele Jahre her war. Dann, als dies eben passiert ist, als seine Tat verjährt war, brachte er eben dieses Experiment öffentlich. Jeder durfte es dann sehen und er sah sein eigenes Experiment als einen vollen Erfolg. Wir wissen bis heute nicht, wie viele Kinder tatsächlich von Kendler an pädophile Männer geschickt wurden. Wir wissen nicht, wie viele Kinder zu solchen Straftätern geschickt wurden. Wir wissen auch nicht, wie viele Kinder eben dadurch vergewaltigt wurden. Es ist bewusst, dass einige mittlerweile schon heutzutage hervorgekommen sind und eben bereits gesagt haben, dass das damals mit ihnen passiert ist und die jetzt eben Gerechtigkeit sich wünschen, und manche haben bereits Entschädigungssummen bekommen, und seit Mai diesen Jahres wird dieser ganze Fall wieder neu aufgerollt. Denn ihr müsst wissen, damals gab es riesige Kritik an Kendler, als er eben seine wissenschaftlichen Beiträge, sein Experiment öffentlich gemacht hatte. Jedoch wurde er eben damals nicht dafür belangt. Es gab Kritiker und es gab tatsächlich sogar Befürworter seiner Arbeit. Er musste sich damals auch einmal rechtfertigen und sagte dort ebenfalls nur, dass er sich keinem Problem oder keinem Fehler bewusst ist, sondern dass sein Experiment in seinen Augen ein absoluter großer Erfolg gewesen ist. Erst nach seinem Tod 2008, erst in den Jahren viel, viel später, wurde dieser ganze Fall auf Druck der Bevölkerung wieder neu aufgerollt. Erst nach vielen, vielen Jahren wurde eben erst richtig klar, dass man dort noch etwas tun muss, dass die Opfer von damals heutzutage immer noch Entschädigungen brauchen, weil sie eben nie Gerechtigkeit für das Unrecht erfahren haben, das ihnen damals angetan wurde. Und ihr müsst wissen, Kendler war jetzt niemand, der jetzt unter der Hand ganz geheim diese Kinder vermittelt hatte. Das Jugendamt bzw. Pflegeheime waren scheinbar in seine Arbeiten involviert gewesen. Sprich, dies ist ein Experiment gewesen, wenn man es überhaupt so nennen kann, bei dem wahrscheinlich Dutzende Kinder an pädophile Straftäter geschickt wurden und niemand, der das wusste, versuchte irgendwie diesen Kindern zu helfen. Ihr müsst euch einmal vorstellen, wie es sein kann, dass in einem Land wie Deutschland vor so wenigen Jahren so ein schreckliches Menschenexperiment stattgefunden haben kann. Das war auf jeden Fall dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss.